Da kommen noch zwei Fragen. Ist weißer Tee immer sehr leicht im Geschmack oder hängt das von der Sorte ab? Nein, weißer Tee ist immer leicht. Weißer Tee gehört mit zu den leichtesten Teesorten. Im Grunde genommen ist das für mich also quasi der Kräutertee unter den Tees, denn normalerweise wird Tee in aufwendigen Prozessschritten verarbeitet. Er wird gepflückt, gewelkt, gerollt, fermentiert, getrocknet, sortiert. Bei weißem Tee entfällt das fast alles, sondern weißer Tee wird eigentlich nur gepflückt und getrocknet und das war's. Das heißt, tendenziell, das sehen wir auch hier an der Tassenfarbe, ne? Ganz ehrlich, ich habe jetzt hier relativ viel Tee drin, also es ist schon ein guter gehäufter Teelöffel und das ist, Tee ist fertig, und das ist eine sehr, sehr, sehr helle Tassenfarbe. Das heißt, weißer Tee ist tendenziell für alle Freunde von leichten Grüntees oder auch First Flush oder ähnlichem gut geeignet. Mein professioneller Tipp, wir empfehlen den immer so mit 70 Grad, 2 Minuten. Das macht dem aber gar nichts, wenn das auch mal kochendes Wasser ist. Der weiße Tee verzeiht da relativ viel. So, jetzt haben wir hier den Teefilter rausgenommen. Jetzt nichts weiter als ausschlagen, ist sauber, fertig, kann für die nächste Tasse verwendet werden.